Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Four Nights of Apocalypse Video. Damit geht's rein ins neue Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 68, das da heißt Nephilim. Wir haben also ein neues Geschöpf, ein neues Monster in der Serie, was ich auf jeden Fall interessant finde. Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um Tristan, was ich letzte Woche schon gedacht habe, weil eigentlich niemand sonst in Frage kommen würde. Aber Nephilim scheint hier wohl sich auf beide zu beziehen. Einmal Tristan könnte man zumindest so interpretieren, weil er eben in beide Richtungen geht. Dämonenclan, Gottesclan. Aber es wird auch ein neues Geschöpf vorgestellt. Ein Monster, das Melaskula in diesem Chapter beschwören kann. Bevor wir jetzt ins Kapitel einsteigen, kurze Information. Übersetzung zu dem Kapitel ist noch nicht 100% raus. Ich arbeite hier mit der Zusammenfassung von dem Kapitel für diese Review. Der inhaltliche Teil ist aber komplett da. Von daher denke ich, reicht das aus, sodass ich die Review machen kann und darüber ein Urteil haben kann. Und die Bilder habe ich ja auch schon. Von daher kann ich halt komplett einschätzen, in was für eine Richtung das Chapter geht und was gesagt wird. Sollten ein, zwei Dinge vielleicht ein bisschen anders sein, als sie sind, oder ich vielleicht vergessen haben in diesem Video, in dieser Review, dann werde ich es beim nächsten Mal nachtragen oder irgendwas Wichtiges fehlen oder sowas, dann werde ich das definitiv korrigieren beim nächsten Mal. Aber ich denke, ich habe alles richtig hierfür somit zusammengetragen. Das Kapitel beginnt mit Gawain und Percival, die zusammen Garland beim letzten Mal besiegt haben. Und hier war ja noch nicht wirklich klar, ob er jetzt wiederkommen wird oder nicht. Aber tatsächlich scheint es wohl der Wahrheit zu entsprechen, dass er nicht wiederkommen würde. Währenddessen kämpft Tristan gegen Chaos Melaskula, weil die ja noch übrig geblieben ist. Die haben ja letztes Mal schon gegeneinander gekämpft, aber das hatte halt keinen Spotlight, das hatte keinen Fokus. Von daher sehen wir das jetzt erst, wie die ganze Zeit gegeneinander kämpfen. Und die hält eigentlich einiges gegenüber Tristan aus, also würde ich schon sagen. Man könnte aber natürlich auch mutmaßen und sagen, dass Tristan sich ein bisschen zurückhält. Wird zumindest in diesem Chapter klar, dass seine Kräfte definitiv nicht alle zum Vorschein kommen, wenn es nach seiner Nase geht. Tristan holt seine beiden Schwerter hervor, die er ja nach Estrossa und Mael benannt hat. Das wurde vorher schon mal in Fragen an Nakaba quasi enthüllt. Hier also Bestätigung, diese holt er hervor, aber Melaskula hält die Schläge, die Angriffe von ihm aus und beschwört jetzt ein chaotisches Wesen, das sowohl aus dämonischen als auch aus himmlischen Seelen besteht. Dieses Wesen ist ein Nephilim, also darauf bezieht sich das Kapitel hier quasi, und der Nephilim kann dem Licht, aber auch der Dunkelheit widerstehen, was die Angriffe von Tristan nichtig macht. Dementsprechend hat Tristan hier also keine Chance erstmal, würde ich sagen, gegen den Nephilim. Wir sehen auch nicht wirklich den Fokus bei diesem Kampf hier in dem Chapter auf Tristan gegen den Nephilim, sondern eher Tristan gegen Melaskula, weil der Nephilim selber nicht wirklich ein Brain hat oder nicht wirklich schlau ist, weil er sich einfach wie dumm umguckt und seine Gegner nicht mal richtig vor Augen hält. Nachdem Tristan mal einem Angriff von dem ausgewichen ist, also scheint nicht wirklich schlau zu sein, das Vieh, aber scheint immun gegen die Angriffe von Tristan zu sein, nachdem Melaskula erkannt hat, wer Tristan wirklich ist. Melaskula erwähnt hier auch Tristans Mutter, und zwar unter dem Namen Bloody Eddie. Das wurde schon mal am Ende von Seven Deadly Sins quasi erwähnt, dass Elisabeth damals wohl so überkrass gewesen sein muss, dass sie selber Dämonen abgeschlachtet hat, deswegen hat sie diesen Namen bekommen, und Tristan ist begeistert, so etwas über seine Mutter zu hören. Also er möchte mehr davon erfahren, und deswegen sieht er in dem Chapter auch ein bisschen fröhlich aus. Generell kommt es mir so vor, als würde Tristan viel mehr Bindung zu seiner Mutter haben als zu seinem Vater, was ich irgendwie schade finde. Wir haben ja generell auch in den vorherigen Chaptern immer mal wieder mitbekommen, dass so diese Beziehung oder das Standing von Meliodas zu Tristan und umgekehrt wohl nicht das Beste sein muss, weil anscheinend Meliodas auch Lancelot irgendwie vielleicht mehr vertraut als Tristan, oder er Lancelot für fähiger hält, Dinge zu absolvieren als seinen eigenen Sohn. Vielleicht hat Tristan in der Vergangenheit irgendeine Kacke gemacht oder irgendwas nicht richtig hinbekommen oder sonstiges. Ich denke nicht, dass sie sich jetzt heftig zerstritten haben oder sowas, das glaube ich nicht, aber ich denke, dass da wohl irgendetwas sein könnte, woran man anknüpfen kann, so plottechnisch. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das wäre ganz interessant für alle Charaktere hier, die ich genannt habe, also Meliodas, Tristan und so weiter. Dann plötzlich taucht eine Fee hier auf in dem Kampf und befragt Melaskula nach ihrem Komplizen, die geheime Gestalt, die bereits auf dem Weg zu Bartra Liones ist und in ihren Gedanken,
also in Laskulas Gedanken, erwähnt sie den Chaosritter mit dem Sternenvisier, den Lancelot bereits suchen möchte, den er finden möchte. Laskula greift die Fee daraufhin an, aber sie kann ausweichen, denn die Fee ist tatsächlich Lancelot selber, der sich tarnte, um von ihr die Informationen zu bekommen, die er brauchte. Es wurde also hiermit quasi 100% bestätigt, dass Lancelot wohl mehrere Verwandlungen drauf habe. Laskula wird hierbei so wütend und anscheinend erinnert Lancelot sie an ihre wahre Gestalt. Er provoziert sie quasi und bringt Laskulas wahre Gestalt zum Vorschein. Und diese kennen wir ja auch schon aus Seven Deadly Sins. Und zwar ist das ja diese monströse Schlange. Tristan macht keine halben Sachen jetzt und beendet den Kampf sofort, wahrscheinlich weil er die Lage richtig einschätzen kann. Also die Schlange kommt nicht wirklich dazu, Unruhe anzustiften oder irgendwas zu zerstören. Und ich denke, er wird das auch gemacht haben, bevor noch irgendetwas Schlimmes passiert. Tristan nutzt hierfür also seine dämonischen Kräfte zum ersten Mal und durchlöchert Laskula komplett. Er one-shottet sie bis zum geht nicht mehr. Fand ich ein sehr nices Panel. Man hat auch teilweise Dämonenkönig-Vibes, zumindest designtechnisch, inhaltlich eher nicht so, weil der Charakter Dogshit ist, aber vom Design her hat mir das richtig gut gefallen. Hatte etwas Meliodas-mäßiges, hatte etwas Dämonenkönig Zeldris-mäßiges, das fand ich sehr, sehr nice, hat mir gut gefallen in dem Chapter. Was man aber definitiv erwähnen sollte, ist die Tatsache, dass Tristan zugibt, dass er seine dämonischen Kräfte hierfür gar nicht einsetzen wollte. Er sah sich also dazu gezwungen, quasi das Ganze hier jetzt schnell zu beenden. Und ich denke, das ist auch vermutlich der Grund, wieso er nur seine himmlischen, göttlichen Kräfte nutzt, also die Kräfte von Elisabeth. Was mir auch definitiv aufgefallen ist, ist die Coverpage, denn dort sieht man, wie Tristan seine Mutter anschaut und nicht Meliodas. Also er schaut hier wirklich immer nur richtig glücklich, wenn es um seine Mutter geht. Laskula erwähnt seine Mutter, er ist voll außer sich. Wir sehen die Coverpage, er schaut lieb zu seiner Mutter rüber. Wenn es aber um Meliodas geht, dann kriegen wir nie die gleiche Reaktion, was für mich irgendwie bedeutet, dass so das Verhältnis von den beiden auf der Kippe steht oder zumindest ein bisschen angeknackst ist. Warum auch immer. Es gibt ja noch einen Film, den wir bekommen, Ende des Jahres, den Taizai-Movie, der sich ja um Tristan dreht. Von daher könnte dort vielleicht irgendwas passieren. Der spielt ja zeitlich vor Four Nights. Von daher könnte, ja, wie gesagt, irgendwas dort vorgefallen sein, was das ganze Verhältnis der beiden ein bisschen zunichte macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir anhand vom Ende von Seven Deadly Sins sagen können, dass das der Grund ist, warum Tristan nicht wirklich so eine gute Bindung zu Meliodas hat. Ich will es auch nicht so schlecht darstellen, ne? Also, ist jetzt auch nicht so, dass die sich übelst verkracht haben oder sowas. Oder, dass Tristan seinen Vater hasst, so auf Boruto 2017er Vibes mäßig. Also, das definitiv nicht. Aber es muss irgendwas passiert sein, sonst würde man hier nicht drauf anteasen. Safe Call nicht. Der ganze Kampf hier scheint aber noch nicht beendet zu sein, denn plötzlich erscheint aus dem Maul der Schlange, also aus dem Maul von Laskula, ein Chaosstab, der Arthur um neue Kraft bittet, und damit endet dieses Kapitel hier. Also der Kampf ist wohl noch nicht vorbei, es geht in die nächste Runde, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht kriegen Garland und Laskula noch ein Power-Up und sind gar nicht tot. Möglicherweise geht es also in Runde 2, fände ich ganz nice, dann wären zumindest beide nicht geone-shottet. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch beide nicht als langfristige Antagonisten haben. Die haben ihren Job eigentlich gut erfüllt und ich finde das aktuelle Geschehen ganz interessant und ganz nice. Das nächste Kapitel heißt Der, der hinter den Kulissen arbeitet. Ich habe es mal umbenannt in Der Strippenzieher im Hintergrund, klingt besser. Das ist der Titel vom nächsten Kapitel. Ich denke, das könnte sich hier auch auf mehrere Leute, Personen beziehen. Zum einen Arthur, der natürlich der Antagonist aktuell ist, also der große Antagonist. Dann könnte es natürlich die geheime Person sein, die auf dem Weg zu Batra ist, die halt diese Mission geplant hatte, eben Laskula und Garland als Ablenkung zu nutzen, um an Batra ranzukommen. Wir kennen ja noch nicht die Identität von dem Sternenvisier-Ritter, aber ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich schon vor Wochen gesagt, dass der Sternenvisier-Ritter vielleicht Jericho ist. Jetzt, wo wir wissen, dass die geheime Person etwas mit dem Sternenvisier-Ritter zu tun haben muss, können wir vielleicht wieder ein bisschen auf
den Pfad kommen und sagen, ja, es wird Jericho sein, weil die kommt ja auch aus Lyonis, die weiß, wo sich Batra aufhält, die kennt die ganze Stadt, von daher macht das schon Sinn. Macht es aber auch Sinn, Jericho gegen Meliodas antreten zu lassen, weil der ist ja auch jetzt bei Batra und da könnte man theoretisch den nächsten Konflikt reinbringen, weiß ich an der Stelle nicht. Ob Lancelot hier bei den anderen Knights bleibt oder ob er der Gestalt hinterherläuft und zu Meliodas und zu Batra und so weiter rennt, weiß ich an der Stelle auch nicht. Ich denke, nächstes Kapitel könnte vielleicht ein Banger passieren. Arthur möchte ja selber den Leuten auch nochmal einen Besuch abstatten und sich vergewissern, dass die was drauf haben. Also wir sind jetzt circa 18 Chapter lang, 19 Chapter in Lyonis. Ich denke, noch so ein paar Kapitel werden wir bekommen. Dann wird sich die ganze Lage beruhigen. Dann bespricht man den Plan und dann geht's rein in den ersten richtigen Story-Arc. Die ganzen anderen Sachen, die vorher waren, waren ja nur so ein bisschen für die Vorbereitung hier fürs Ganze. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Four Nights eine lange Serie wird. Das war ja auch immer das Hauptding, was Nakaba quasi machen wollte. Seven Deadly Sins war ja nie das Hauptding. Er wollte ja immer über die arthurische Legende berichten, darüber sprechen, darüber Geschichten erzählen. Von daher, ich denke, hier hat man auf jeden Fall eine Menge Stoff für die nächsten Jahre. Mal sehen. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu dem Kapitel hier gewesen. Lasst mir gerne eure Rückmeldung zu dem Chapter unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!